Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cloud Punk hier bei Heisenberg Zockt. So, was machen wir denn? Liefere Rubriks Paket ab oder wir schmeißen es weg? Ich wäre nach wie vor für wegschmeißen. Das würde heißen, wir müssen, wenn ich es hinkriege, hier lang. Und dann, ja, jetzt dreht die Kamera wieder, wunderbar. Da hätten wir auch noch was wir hätten finden können. Naja, ist egal. Und wieder zurückdrehen, jawohl, sauber. Und gleich wieder drehen. Wow, wie auf dem Rummelplatz. Soll ich mal? Ich gehe mal noch schnell hier nach hinten. Ich weiß, wir müssen nicht, aber dort ist was wir finden können. So, das ist aber wirklich hier relativ verwurzelt sozusagen. Also verschlungen. Moment. Da hinten geht wieder was zugrunde. Wow. Ein Korbsack-Flyer haben wir wieder gekriegt. Oh, guck mal hier. Das hatten wir schon mal. Also hier mit die Stadt fällt tatsächlich auseinander. Aber das wird ja auch immer wieder angesprochen. Immer gespannt, wo das endet. Wahrscheinlich haben wir dann am Schluss nur noch ein Meer und nirgends mehr ein Städtchen. Dort sind wir mal so eine Röhre, schaut mal, da wo man reinfährt. Auch cool. Ja, also jetzt aber hier ab zu dieser Paketvernichtung, weil der gute Mann wollte nichts Gutes, da werden wir das Paket auch nicht ausliefern. So weit kommt's noch. Muss ich hier hin? Kardinal, liefere Rubriks Paket. Hab nicht, dass ich jetzt falsch bin. Ne, hier ist eigentlich nichts. Ja, reden wir mal mit dem. You child! You have sin in your eyes, in your thoughts, under your nails. Excoriate yourself before my mother. Your mother. The All-Mother! Me? Me? Stop pointing at me. You feel the spotlight of guilt. It strips away your facade. Schnell weg. Bow down to Cora, ja, ja. And ask her to free us and birth anew. We are all doomed. Don't you have anything better to do than shout at people in the street? Not at the moment. I'm waiting for my robes to be dry cleaned. Repent! Ja, lass uns gehen. Der Mann, der braucht irgendwie Camus, do you hear this guy? This is exactly what Mom warned me about in Novalis. Crazy people shouting on the streets. I hear him. What is he talking about now? I saw the fourth face as I stripped away the mask. The eyes of Cora looked down, and a mouth made of garbage spat upon my soul. Gross. Yeah. He shouted at you. He shouts at a lot of people. Not Corpsec, I noticed. Or the gangers over there, or guys in general. My knowledge base says many religious factions do not respect minorities or women. Your knowledge base is not wrong, Camus. Ja, das denke ich auch. Okay, haben wir den auch mal noch kennengelernt. Geschadet hat es nichts, geholfen hat es aber auch relativ wenig. Hier könnte man eigentlich überall noch hin. Ist ja schon interessant. Haben wir hier noch was wir finden können? Ne, das wäre weiter oben. Okay. Müssen wir eigentlich nicht weiter rauf? Ja, ne, ich müsste eigentlich stehen von der Höhe her. Grün. Nochmal zur Sicherheit. Lieferrubrikspaket ab. Wäre grün. Ne, wir wollten ja nach blau. Um Gottes Willen. Zum Glück habe ich nochmal geguckt. Also, das sind noch 74 Meter. Ja, dann müssen wir nach dort. Wäre ich fast falsch gelaufen. Aber eben, man kann das ja nochmal kontrollieren. Und dann kriegen wir das auch hin. Da müssen wir, aber... Wir haben noch eins runter, kann das sein? Werden wir gleich wissen. Ja, das wäre tatsächlich noch ein Stockwerk weiter unten hier. Haben wir hier einen Lift? Ja, ich sehe ihn schon. Mal kurz warten. Oder haben wir hier noch was? Was wir finden? Da ist nochmal so ein Bett. Das heißt, hier müsste doch auch noch irgendwie was sein. Denkst du, hier ist kein Nehmen. Weder Nehmen noch Geben, hier ist einfach gar nichts. Oh, halt, Moment, nicht, dass ich den Lift verpasse. Da kommt er gerade. Müssen wir wirklich runter? Ja. Okay, einmal downstairs, dankeschön. Ja, wieder eine längere Strecke. Also das ist schon, wie sie das alles entworfen haben, da wäre ich gerne mal, weiß auch nicht, dabei gewesen und hätte das gerne mal gesehen, wie das geht. Ladenbesitzer. Here's what I can offer you today. Mhm.
Kleid, Street-Style-Jacke. Street-Style, ich hätte gern so einen Kapuzenpulli. Können wir uns den leisten? Ja. Okay, ein bisschen was verkaufen könnten wir auch noch. Zack, mal das Zeug hier, rechte Dingens, genau, haben wir, das lassen wir. Was ist das hier? Die Lochkarten, die brauchen wir für die gute Evelyn, wenn wir sie irgendwann wiederfinden. Was ist das hier? Ne, die Kapuzenjacke würde ich ja gern behalten. Repulsor, lassen wir mal. Wobei, wir haben eigentlich einen Repulsor, brauchen wir in dem Sinn nicht. Speicherchip. Machen wir mal noch einen weg. Hat auch noch ein bisschen Geld gegeben. Gut, würde passen. So, jetzt aber ab zur Vernichtung. Thanks. Von diesem Paket. I look forward to seeing you again. Ja. Lass mich los, danke schön. So, wir nehmen. Haben wir noch was gefunden? Nochmal eine Lochkarte. Und wo werde ich hier mein Paket los? Ach so, verkaufen wahrscheinlich. Ja, okay, nochmal rein. Jetzt habe ich es auch verstanden. So, verkaufen. Dann müsste das Paket ja nicht hier sein. Pheromone, nein. Schwarze Sonnenbrille. Ruiniertes Buch. Wo haben wir das denn, was wir verkaufen müssen? Seltene Videospielkassette. Kannst du auch haben. Ne, möchte er nicht. Papierkarte. Da ist das Paket in dem Sinn gar nicht dabei. Müssen wir das doch nicht verkaufen? Ich bin schon bei Verkaufen. Jawohl, eigentlich ja. Ich weiß halt nicht, was in dem Paket drin war. Waren das die Pheromone? Steht das dort? Wirf Rubriks Paket weg, steht halt dort. Das ist kein Wegwerfen, das ist ein Verkaufen. Na, hier gucken. Die Höhe stimmt. Thanks. Also, das Apartment. Nein. Ja, ja, das Dingens halt. Das müsste hier richtig sein. Ah, da haben wir einen Müllschacht. Okay, doch nicht verkaufen. That's it. Off to the oceans. Swallowed by the seas as they complain across a thousand shores. Where did that come from, Camus? It is just an expression. I can stop if it is annoying. No, I like it. Expressions, quotes, poetry. Go nuts. We are become deaf. Destroyer of worlds. Let's hope not. Ich fürchte, wir werden Probleme bekommen, weil wir das jetzt weggeschmissen haben. Das ist natürlich schon nicht so, wie man es machen sollte, wenn man Lieferdienst hat. Aber, tja, wenn der halt Käse liefern will oder transportieren will. Oh, da kommt Herr Huxley. The dame answered the call. I knew she wouldn't let me down. Huxley, you can't keep asking for help. I have to do my job. You're on your own. I hope the dame knew I wouldn't be calling if I had any other choice. Damn it, Camus, what should I do? I should leave him, right? I am not so sure. But you hate him. He is one of us now. A friend. Really? All right. Huxley, where are you? I sent the dame a nav point. I'm on my way. Ich suche eigentlich mein Auto. Hol Huxley. Huxley ab. Hier ist auch noch ein bisschen was. Da steht noch einer. Hey. You deliver stuff, right? What? Sure, when I'm paid to. I'd pay you. That's not how it works. You have to contact my employer. Seems complicated. How about I just pay you? Look, I can't just... How about I pay you up front? Listening. But I won't take anything illegal or dangerous. What's the package? My durable, my vestments, my tights, my rosaries. And my Apocrypha Sanguine, first edition. I have no idea what any of those are. Are they something to do with your religion? You mean my cult? You can tell by my robes. Yeah, I mean, no. Well? Just take them. Deliver them to the compound. You know the place. Everyone knows the place. Here's the fee. If you make the delivery without incident, come back and I'll double it. On my way. Okay, noch einen Job bekommen. Ändert nichts daran, dass ich erstmal das Auto wieder finden muss. Das war irgendwo hier hinten. Aber jetzt geht's los mit den Ebenen. Ich sehe dort den Parkplatz. Das ist schon mal ein Anfang. Macht das Sinn? Jetzt laufe ich eigentlich wieder davor weg. Moment, wenn wir hier... Ja doch, es müsste ungefähr stimmen. Ja, da hinten ist die Karre. Ja, ja, das müsste tatsächlich ungefähr stimmen. Ich sehe hier den Parkplatz. Hurra! Was machen wir jetzt zuerst? Ich würde sagen, was näher ist. 1200 Meter fürs Paket und Huxley wäre
grün. Nee, das ist eigentlich gleich weit. Wie kann das denn sein? Naja, werden wir gleich rausfinden. Wo ist mein Gefährt? Hier hinten, das ordentlich beleuchtete, so wie das die Vorschrift verlangt. Na, jetzt. Can I ask a question? Natürlich. Of course. Do you think if I am a car for long enough, I will stop being a dog? Well, I guess that depends. Do you feel like a car now? No, I am a dog. Well, whatever you feel like, that's what you are. But other people don't look at me and think, that is a cute dog. Well, let's be honest, you were never a cute dog. But now I'm not any kind of dog. Not to other people, they just see me as a Hova. Who cares what other people think? Look what happens when I try to bark. That's strange. I guess there's going to be some weirdness when we put a dog automata in a Hova automata slot. Am I still a dog if I don't bark? Ja. Well, I'm your best friend, and I think of you as a dog. Friend? So, schnell gucken, wie es jetzt aussieht mit den Distanzen. Und dann würde ich sagen, je nachdem. Ja, die kürzere machen wir dann mal. Blau, 700. Also das wäre das Paket. Okay, machen wir das zuerst, bevor wir Look, zu Huxley Tavis, gehen. What do you want to be? I feel like a dog. I was happier when I had the old body. What's a dog with no bark? Stop second guessing yourself. You're being maudlin. Are you still a musician if you don't play music? Hey, now you're being mean. Oh, I didn't mean to. What's really bothering you? You didn't ask me if I wanted to be a dog or a Hova. Well, actually, you're right, Camus. Do you want to be either? You don't even need to be my friend if you don't want to be. I feel sad. Look, a lot of stuff is fucked up in this world, Camus. I won't make you be my friend or force you to stay with me. You can go free. I just want to let you know something first. I am listening. I like you. You're a good friend. As a dog, car, fire hydrant, vacuum cleaner, whatever. I like you too. I want to be a dog and your friend. All right then, let's get back to work. Ja, lass uns mal. The sooner we make some more deliveries, the sooner I can save money to get you a proper frame. Was the last job good? The Andersons? I don't know, Camus. I've been thinking about automata and androids a lot. Sometimes it doesn't seem fair. Do you think it's fair? I am not really programmed to think about fairness. I can see why they would make you that way. People are programmed too, but not by programmers. By so, the world mal hier. Around them. That's Camus? Very wise, Camus. Oder Camus. I am not programmed to be wise. Well, you've gone beyond your programming then. Wie kann ein einziger Hund nur so viel Is reden? That a compliment? Ja. Maybe the highest compliment. Ich kann ja nicht drücken, then geht leider nicht. You have gone beyond your programming too. Jetzt. So, nochmal. Jetzt drückt sie. Greetings from the mother. Please put your finger on the scanning plate. I just need to drop off a package. I don't have a security pass or anything. The scanning plate, Pilgrim. I'm not a pilgrim. Look, I don't want to come in or anything. Can you just take this package, please? Or do you have a mail slot? The scanning plate, please. Fine. Hartnäckig. Just here? Ouch, something jabbed me. I'm bleeding. We just need to check your type. We are confident you are not one of the forbidden. You are? I'm not. Entschuldigung. Alert, alert. Forbidden type detected. Please leave immediately. But I just need to... Können wir vielleicht das Paket? Alert, alert. Oh Gott. Forbidden type detected. Jetzt haben wir es kaputt leave gemacht. Immediately. Fine, I'll take it back. Talk about a cult. Ja, Entschuldigung, das war ein Streaming-Alarm. Ich habe doch glatt vergessen, das zu deaktivieren mal wieder. Einmal denke ich dran, einmal vergesse ich es. Naja. M. Okay, haben wir es jetzt abgeliefert oder was machen wir jetzt? Bring das Paket zu ihm zurück. Okay, dann gehen wir jetzt aber, glaube ich, erst... Nee, ist ein bisschen blöd. Ich wollte gerade sagen, dann gehen wir jetzt zu Huxley, aber das ist ja doof, das durcheinander zu bringen. Hier ist noch irgendwas. Genau, das nehmen wir noch mit. Nochmal eine Lochkarte. So,
Jetzt mal wieder die Karre suchen. Das war nicht hier. Man sieht es ja eigentlich relativ gut hier auf der Karte, wo man lang muss. Man muss nur lang gehen. Dort, wo man sieht, dass man lang muss. Hier. So, jetzt schauen wir nochmal schnell. Das sind 1800. Ja, es ist sowieso näher, wenn wir zurückdüsen. Yes, you get to say the four sweetest words in the world. Let's go to the park? That's five. Go to the park? No, I told you so. Yes, those are good too. Let's just take this package back to Rotriv. Nee, das ist eigentlich falsch, das möchte ich gar nicht. Kann ich hier nochmal raus? Dankeschön. Ich habe so mit einem Ohr zugehört und mit dem anderen versucht hier lang zu kommen. Hier geht's lang. So, ich hoffe, die Polizei sucht nicht uns. Geh mal nicht davon aus. Benzin haben wir noch, die Karre ist halbwegs heile. Das passt eigentlich. Okay, einmal Schlurz hier durch. Und dann mal gucken, was der meint dazu, dass wir das nicht abliefern konnten. Ich meine, tja, sonst geben wir ihm halt das Geld zurück. Aber ein bisschen, wie soll ich sagen, also für den Aufwand hätten wir dann doch auch noch gerne ein bisschen was, weil dieses Hin- und Herfahren ist auch nicht kostenlos. Das müssen wir eigentlich auch wissen. Oh, jetzt wäre aber Huxley hier gerade relativ nah. Ach nee, müssen wir wieder zurück. Durch die Röhre. Das wäre nicht wirklich nah gewesen. Ja, das ist halt ein Lieferdienst. Da macht man halt auch mal den ein oder anderen Kilometer. Das ist natürlich klar. Aber hier mal eine Abkürzung, wenn es denn eine ist. Man ist halt ja, schon massiv langsamer, wenn man hier die normalen Straßen nutzt. Ist ja in der Realität auch nicht anders. Eine Autobahn ist halt eine Autobahn. Gewinnen. Parkplatz suchen. Eine Parkinggelegenheit. Ich sehe sie schon da unten. Und da haben wir. Also das ist natürlich komplett unrealistisch. Also, dass hier überall die Parkplätze frei sind und man tatsächlich immer ohne Probleme einen Parkplatz findet, das kann ich so nicht ganz glauben. So, wo muss ich hin? Wieder hier zurück. Genau den Weg, den ich vorher beschwerlich gefunden habe auf dem Rückweg wieder. Zu Huxley ist es, nicht zu Huxley, zu, ja, zu Rotriv hieß der. Da ist der Weg einfacher. Also wieder zurück zur Karre. Ein Hin und Her hier. Wir müssen im Prinzip den Lift wieder nehmen, genau. So, einmal um eine Kurve rum, dann haben wir dort den Lift. Ist der hier? Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Ja, der ist sogar hier. Ist das der richtige? Ja, ja, müsste. Wir fahren einfach mal. Ist der falsche, wir werden uns dort ein bisschen umsehen. Ne, ne, das passt schon, denke ich. 90 Meter, verdammte Kupplungen, genau. So, hier haben wir auch wieder Sachen, die wir finden könnten. Irgendwie, wie soll ich sagen, wir haben eigentlich fast genug mittlerweile. Wir haben nie Geld sorgen. Von daher geht das hier nicht weiter. Ne, hier ist Feierabend, guck mal einer an. Okay. Schade. Geht mal wieder zurück. Das war aber doch der falsche Lift in dem Fall. Ah, der Heise mit seinem Pfadfinder gehen. Jetzt hat er sich wieder verlaufen. Kann ich hier lang? Ne, hier ist auch Feierabend. Ja, dann müssen wir wieder runter. Kommt da gerade ein Lift? Ich hoffe mal. Jawohl. Sehr schön. Einmal Hü-Hüpf geht leider nicht. Ja, ein bisschen Hü-Hüpf macht er. Ich wollte gerade sagen, jetzt fährt er nicht. Aber ich bin wahrscheinlich zu schnell rauf. Wo müssen wir denn hin? Ich war schon mal da, ich weiß, aber eben. Ich und mein Pfadfinder gehen. Ich verlaufe mich irgendwo im Kleiderschrank, wenn es Sinn macht. War ich hier hinten schon? Moment, das müsste doch eigentlich. Ne, hier war ich noch nicht. Ja, das könnte sogar ungefähr stimmen. Da haben wir nämlich einen Lift. Ne, wir brauchen gar keinen Lift, das stimmt ja sogar jetzt. Moment. Da komme ich rein. Hurra, wir haben ihn wieder. Und jetzt bin ich gespannt, was der dazu sagt, dass wir das nicht ausliefern konnten. They didn't want it. Ja. You are of the forbidden type. I guess so. As am I. So they threw you out of their cult when they discovered you were the wrong blood type? No, they banished me when my type changed.
I was given a transfusion after a hover crash. But if they gave you a transfusion, it would have to be the same blood type, right? No, they gave me the forbidden type. O negative. Ah, I get it. And even after they kicked you out, you wanted to give your stuff back? It's not their fault that I was tainted. I've got to say, your religion seems pretty arbitrary about who it lets in. You forbidden types often speak this way. Well, me and you are the same as far as they're concerned now. You gonna give me the other half of the payment? What do you think? Ja, nicht, wenn wir es nicht abliefern. Ist ja nicht soweit fair. Type und negativ, jo, kennt man. Ist eine Band. So, jetzt wieder. Hey, we got paid, even if it was only ja, half. Eben. Wir haben auch nur die Hälfte erledigt. Whoa, Camus, that's a bit much. He is bad. It is not good to exclude people like that. Normally I'd agree, but in this case, the less people allowed in that weird cult, the better. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Wahrscheinlich nicht dort, wo ich eigentlich hin wollte. Da haben wir aber noch jemanden. Den nehmen wir noch kurz mit. All systems of power must justify themselves. Store the establishment back on the alle anderen der Waffel hier. Excuse me? Hustle past like you don't hear me. Step over the homeless like you can't even see me. Are you talking, singing at me? Another cog in the machine. Say you're a worker, but your hands are clean. Hey, I need to work for a living. They exploit you every day and you're thinking for it. One hand pats you on the back, the other is in your pocket. Maybe people would take your social protest more seriously if you weren't singing all the time. And they reprogram me, mess with my head. Now if I don't sing what I think, I end up dead. Seriously? They make you sing? Go up second, handle the truth, so they make me rhyme. Anarchism in the prose has had its time. That kind of impacts on your credibility. And that's the plan. But even if I had to sing every word, I keep fighting the man. Maybe if you didn't insult me, I'd try to help you. Don't want your help, just want you to look around. See the people lying on the ground? I see them, I know it's tough here. Maybe you ain't so bad. Maybe Comrade Bop is still just mad. For real, now you can help if you want to. There's a guy who needs your guidance up on 3rd Avenue. Guidance? He knew. He don't know the streets. Tell him come see me in an hour and I'll get him something to eat. Why do you need me to talk to him? He don't like me. Don't like my singing. He says my flow. Has his ears ring. I see his point. I know I can't sing, can't make good music. But we can all make a better world if we make the choice to choose it. Der reibt hier einen Wolf, sag mal. Okay, jetzt haben wir was Neues. Finde Raguan auf der alten Brücke. Das wäre eigentlich in der Nähe. Oder nee? Müssen wir hier in die Röhre rein? Wahrscheinlich ja. Ist das wirklich neu, das Raguan-Ding? Also eben Huxley sollen wir abholen. Wir müssen einfach das Auto bzw. das Hover mal noch finden. Das wäre eine Idee. Oh, was hier? Eingeschränkter Zugang. Da muss ich ja auch nicht lang. Ich muss ja die Karre wieder finden. Ich glaube, hier war's. Oder auch nicht. Wir finden es raus. Moment. Laufen wir mal ein Stückchen. Dort haben wir den Lift. Muss ich höher? Das Auto ist. Man sieht es gerade nicht. Machen wir den hier. Das nehmen wir natürlich mal noch mit. Oh, da fällt wieder die. Okay. Eieiei. Ja. So richtig heil ist das Ding tatsächlich nicht mehr. Okay, hier haben wir noch einen Bagger. Den haben wir jetzt auch gefunden. Sind wir im Außenrum. Muss tatsächlich nochmal zum Lift. Ja gut, liebe Freunde. Lift fahren werden wir morgen wieder. Und dann gehen wir mal gucken, was wir für Raguan tun können und was wir für Huxley tun können. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.